Europas Reichtum liegt in der Fülle seiner kulturellen und historischen Vielfalt. Jedes Land hat seine eigene Geschichte, seine eigenen nationalen und regionalen Kostbarkeiten und Schätze, auf die es stolz sein kann. Neben diesem gemeinsamen Erbe verbindet uns aber auch der Glaube an unsere gemeinsamen und gleichen Werte. Die Europäische Union ist auf diesen gemeinsamen Werten begründet. Und die EVP-ED-Fraktion verteidigt diese Werte und stellt die Menschen und ihre Rechte in den Mittelpunkt unserer Politik. Die uneingeschränkte Achtung der Menschenrechte bildet die Basis unseres Handelns. Wir glauben an den Grundsatz der Solidarität. Wir verteidigen unsere moralische Verantwortung für die Bewahrung der Menschenrechte und Menschenwürde. Wir handeln, sobald diese Rechte missachtet werden. Die universalen Werte von Solidarität, Frieden, Recht und der Würde, Gleichheit und Freiheit jedes einzelnen Menschen lenken unsere Arbeit. Diese Werte sind für uns nicht verhandelbar oder getrennt voneinander zu betrachten. Ich bin sehr viel in Südwestfalen, meiner Heimat, unterwegs und rede mit den Menschen, aber ich rede auch mit Menschen in ganz Europa. Und ich höre immer wieder die Forderung, Europa darf nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft sein, sondern muss auch eine Wertegemeinschaft sein. Ich habe mir diese Forderung der Menschen zu eigen gemacht und arbeite daran, dass wir gemeinsame Werte in Europa umsetzen und dass das auch an ganz konkreten Beispielen für die Menschen sichtbar wird. Unsere europäische Familie zieht ihre Kraft aus einer großen Vielfalt an Einflüssen. Die europäische Identität wurde über Jahrhunderte hinweg geprägt. Wir sind durch schmerzliche Kriege gegangen. Wir sind unter dem Einfluss unserer geschichtlichen Erfahrungen gewachsen. Unser christlich-jüdisches Erbe hat uns Werte wie individuelle Freiheit und persönliche Verantwortung sowie den Respekt für menschliche Würde und Solidarität gelehrt. Aus Griechenland wurde uns die Demokratie überliefert, aus dem antiken Rom die Grundlagen unserer Rechtsordnung. Die Aufklärung brachte uns die Freiheit des Denkens, den Respekt vor religiöser Freiheit eingeschlossen. Die EVP-ED-Fraktion teilt diese Werte. Wir halten sie aufrecht und verteidigen sie. Wir sind davon überzeugt, dass der weitere Prozess der europäischen Integration auf diesen Werten basieren muss, getragen von einem gemeinsamen Verständnis unserer Werte sowie ihrer gleichen Anwendung. Gerade angesichts der demografischen Veränderungen, die wir heute in Europa erleben, bleibt für uns die Familie die Basis unserer Gesellschaft. Die EVP-ED-Fraktion verteidigt daher vor allem die Grundwerte der Familie und der Freiheit in Bildung und Ausbildung. Das sind die Grundpfeiler unserer politischen Arbeit. Weil ich als Arzt gearbeitet habe und in der Humangenetik meine Doktorarbeit geschrieben habe, ist es mir besonders wichtig, Werte in der modernen Gentechnik einzubringen. Ich leite eine Arbeitsgruppe der christdemokratischen Fraktion zum Thema Bioethik. Und wir haben hier viele Erfolge erzielt, beispielsweise, dass die Tötung von menschlichen Embryonen nicht patentiert werden darf, sodass sich die Pharmafirmen beispielsweise auf andere Techniken konzentrieren müssen, um den Menschen zu helfen. Oder dass wir die Palliativmedizin unterstützen, das heißt Hilfe für sterbenskranke Menschen, aber nicht die Tötung, die Euthanasie. Ich glaube, das sind wichtige Erfolge, wo wir Werte in die Politik eingebracht haben. Der Respekt für die Menschenrechte und die Würde des Menschen darf aber nicht nur in der Europäischen Union hochgehalten werden. Wir tragen die Verantwortung, diese universalen Grundsätze weltweit zu verteidigen. In der Verteidigung der Menschenrechte darf es keine Doppelmoral geben. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Es darf kein Tauschgeschäft zwischen wirtschaftlichen oder politischen Interessen und Menschenrechten geben. Jedes Abkommen zwischen der EU und Drittstaaten muss daher auf dem Respekt für die Menschenrechte beruhen. Wir erheben laut unsere Stimme gegen Völkermord, Vertreibungen oder religiösen Fanatismus. Die Verweigerung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und die Verfolgung von Minderheiten sind für uns stets inakzeptabel. Europa hat aus seinen eigenen Erfahrungen gelernt. Wir wissen, dass Toleranz, Aussöhnung und Verständnis auf Aufrichtigkeit beruhen müssen. Diese Verantwortung tragen wir als EVP-ED-Fraktion. Wir sind die Kraft Europas. Europa ist wirtschaftlich sehr stark und muss es auch bleiben. Aber darüber hinaus müssen wir, auch was unsere Werte angeht, stärker in die Welt hinaus wirken. Das betrifft zum Beispiel das Thema
ausbeuterische Kinderarbeit. Wir müssen dafür sorgen, dass das nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Ländern ein Ende hat. Und wir müssen zum Beispiel weltweit für Religionsfreiheit eintreten. Und das ist ganz konkret wichtig bei den Beitrittsverhandlungen. Wenn ich beobachte, dass etwa in der Türkei die christlichen Kirchen keine Häuser, keine Glaubenshäuser bauen dürfen, dann ist das für mich alleine ein Grund, die Verhandlungen mit der Türkei über einen Beitritt nicht zu führen. Und hier waren wir, glaube ich, als Europäische Union in der Vergangenheit nicht streng genug.